nun zu ihm. Sein Instrument hat 4 Saiten. Er hat noch viel mehr Saiten. Er ist Violinvirtuose. Er ist Autor, er ist Moderator, er ist Orchesterleiter. Er ist ein Weltstar der Klassik. Daniel Hope bei uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, wir fiebern sozusagen deinem Auftritt nachher hier entgegen. Hast du geübt heute schon? Natürlich. War es denn nicht schwer, im NDR eine Besenkammer zu finden, um zu üben? Weil ich habe gehört, du übst am liebsten in Besenkammern. Ja, also ich übe gern, wo das ein kleiner Raum ist, wo man ungestört ist. Aber die Menschen sind hier so nett, die sagen immer, alles geht. Okay, aber es kommt tatsächlich vor, dass du irgendwo im Hotel oder so, suchst du dir dann so eine, man assoziiert mit Besenkammer ja andere Dinge, suchst du dir so einen kleinen Ort, so einen kleinen Raum. Ja, ich finde es eigentlich schön, also oft ist es so, man will nachts üben zum Beispiel, man ist im Hotel und man will und darf die Nachbarn nicht stören und dann geht man ins Badezimmer, mach mal zu. Und dann gibt es eine Dämpfe, die hier drauf kommt. Ach so. Niemand hört das wirklich. Und wenn du so einen kleinen Raum bist, dann kann man ein bisschen mehr konzentrieren. Weil ansonsten, dieses Instrument ist relativ laut. Und wenn du permanent spielst die ganze Zeit, dann ist es auch nicht so gut für das Gehör. Mhm. Ah, das ist interessant. Das ist ja eine Ex-Lipinski, nennt die sich ja deine Geige. Ja. Warum eigentlich Ex? Wer ist Lipinski? Oder wer war Lipinski? Also das ist eine Guarneri de Gesù. Das ist der Name von dem Geigenbauer. Ja. 1742 in Cremona in Italien. Und es gehörte ein Geiger im 19. Jahrhundert. Sein Name war Lipinski. Und er war einer der berühmtesten Geiger überhaupt. Vor allem, er war der einzige Geiger, der es geschafft hat, Paganini in den sogenannten Geigenduellen zu schlagen. Damals gab es tatsächlich Duellen. Ah. Paganini ist überall hingereist und hat gesagt, wer ist der beste Geiger? Er soll kommen und gegen mich spielen, antreten. Und jeder hat natürlich verloren, außer Lipinski. Der hat einmal gewonnen. Und das führte relativ schnell zu einem Bruch in deren Freundschaft. Und als man dann irgendwann Paganini sagte, wer ist der größte Geiger der Welt, sagte er, das weiß ich nicht, aber der zweitbeste ist Lipinski. Ah, das ist eine tolle Geschichte. Wird das dann irgendwann mal eine Ex-Hope sein? möglich ist es. Also es trägt im Prinzip immer den Namen von dem berühmtesten Spieler. Aber natürlich, wenn man zurückgeht in diese Zeit, diese Musiker haben so viel bewegt. Er war mit Chopin befreundet, er war mit Franz Liszt befreundet, mit Schumann hat er gespielt. Es hat eine unglaubliche Geschichte. Und das ist ziemlich schwer zu toppen. Mhm. Es gibt ja, also diese Geigen sind ja unglaublich viel wert. Man traut sich ja gar nicht, die anzufassen. Und trotzdem gibt es Geschichten, auch von dir, dass du so eine wertvolle Geige vergessen hast. Also nicht diese. Diese nicht, aber eine andere, die auch viel wertvoll war. Als ich studiert habe, ich hatte eine andere Geige, auch nicht so ein schlechtes Instrument, aber kein Vergleich. Und ich war in Lübeck und war mit meinem Vater essen. Und wir hatten einen sehr schönen italienisches Abendessen beim Italiener und dann sind wir vom Restaurant weggegangen, ich bin zum Zug und als ich in den Zug gestiegen bin, sagte er, where is the violin? Und ich, nein, und das war tatsächlich noch unter dem Tisch in dem Italiener und ich bin wieder ein Wahnsinniger zurückgerannt und kam zum Restaurant und es saß dann ein anderes Paar da und die haben es nicht gemerkt, es war noch immer unter dem Tisch. Aber das war so ein Schock. Das ist ja ein Schock. Dein Vater ist ja was noch Schlimmeres passiert. Er hat doch mal eine Geige von Yehudi Menuhin, von deinem Mentor, von deinem Freund, von dem Superstar, hat er auch die Geige im Flugzeug vergessen. Ich meine, ja. Das ist ja. Das ist ja lustig. Darüber reden wir nicht so gerne. Nein, er hat es tatsächlich. Wir sollten das Instrument tragen für Menuhin. Und wir saßen ganz hinten im Flugzeug. Menuhin war vorne. Wir sind nach Rom geflogen. Ah. Und das war Anfang der 80er Jahre. Und dann sind wir zum Customs, zum Zoll gekommen. Damals gab es das. Und ich sage zu meinem Vater, wo ist die Geige? Und er, oh nein. Und damals konntest du zurück aufs Rollfeld. Damals ging das. Und ich habe meinen Vater noch nie so schnell sprinten sehen. Er rannte zurück, rannte die Treppe hoch. Und der Kapitän stand oben mit diesem Instrument, sagt der Senior. Es,
Es ist ja so eine Art Liebesbeziehung, ne, die man hat zu so einer Geige, kann man doch sagen. Also ja. Ist das eine Liebe am Arbeitsplatz? Es ist Liebe, weil wenn man die Chance hat, ein solches Instrument zu spielen, das ist eine Freude, das ist eine Inspiration. Und es gibt eigentlich keine Grenzen. Also du kannst keine Ausreden erfinden, weil dieses Instrument kann alles. Und wenn es nicht klingt, dann bist du schuld. Und das ist, ich versuche das manchmal ein bisschen zu vergleichen zwischen einem wunderbares Auto, einem Sportwagen, was wunderbar fährt, und dann gibt es Formel 1. Und dann steigst du in ein Auto, was kein Auto ist und ein Flugzeug ist, und du fliegst damit. Aber du musst natürlich lernen, damit umzugehen, weil wenn du zu schnell oder zu ruckartig fährst, dann verbrennst du alles. Und diese Instrumente sind einfach einmalig. Es ist eine große Freude und eine Ehre, das spielen zu dürfen. Und für uns ist es eine Freude und eine Ehre, dass du mit der Geige hier bist und daher dann auch spielen wirst. Du hast ein tolles neues Projekt, eine neue CD, sie heißt Dance, weil du dir nämlich die Tanzmusik verschiedener Jahrhunderte vorgeknüpft hast. Wie hat man sich das vorzustellen? Gibt es Jahrhunderte, die besonders tanzfreudig waren? Also im Prinzip habe ich die Idee gehabt, 700 Jahre Tanzmusikgeschichte zu präsentieren. Und natürlich, man hat seit 5000 oder mehrere tausende Jahren getanzt immer. Aber seit 700 Jahren gibt es Noten dazu. Und wir haben die ersten Versuche gefunden in der British Library, die kommen aus Italien, aus der Toskana. Das sind aus dem 13. oder 14. Jahrhundert. Wunderbare Tänzer, die aufgeschrieben sind. Und das war für mich sozusagen ein Starting Point. Und dann habe ich dieses Album kreiert, um diese Geschichte zu erzählen. Durch die Jahrhunderte, was alles daraus gekommen ist. Über Tango, über Walzer, über Fandango bis die heutige Zeit. Und die Leute lieben Tanz. Die sind inspiriert von Tanz. Tanz bringt die Menschen zusammen. Es bewegt die Menschen in jeder Art. Und es bringt so ein kollektives Gefühl. Man kann einfach nicht still sitzen. Und das sehe ich zum Beispiel an meinen Kindern. Wenn man irgendwas hört, dann will man sich bewegen. Egal, welche Musikrichtung das ist, es infiziert auf positiven Sinne. Und das wollte ich versuchen, mit diesem Dance-Album so ein bisschen zu erzählen. Bist du denn ein guter Tänzer? Nein. Aber ich bin ein sehr enthusiastischer und sehr, sehr leidenschaftlicher. Ich bewege mich gerne dazu. Ich kann nicht still sitzen, aber also richtig gut kann man das nicht nennen. Aber du sagst ja, du wünschst dir bei deinen Konzerten, und das wünschst du dir vielleicht ja auch für deinen Auftritt gleich hier, du wünschst dir, dass die Leute auch aufstehen, ne? Und die sollen nicht ehrfürchtig sein, die sollen ruhig tanzen, wenn ihnen danach ist, oder? Nein, bei mir gibt es keine Regelung. Also es gibt Musik, die richtig einen mitreißt. Und wenn die Leute Lust haben, das zu zeigen und mitzubewegen, dann ist es das Schönste, was es gibt. In der klassischen Musik ist das ein bisschen eher ungewöhnlich, weil man denkt, man muss da 2,5 Stunden still sitzen. Aber so ist es eigentlich nicht. Die Musik berührt einen. Und ob die Leute einfach so im Inneren schaukeln oder im Inneren tanzen oder tatsächlich aufstehen und klatschen, ich finde, alles ist erlaubt, weil Musik ist ein Menschenrecht. Musik ist für jede da und es ist das Schönste, Musik zu teilen mit anderen. Wir beide haben ja überlegt, ob wir erst überlegt, ob wir sagen, am besten gehst du schon rüber, wir freuen uns sehr. Oder vielleicht solltest du uns vorher noch kurz sagen, was wir jetzt hören werden. Wir werden ja was Besonderes, einen besonderen Tanz. Wir werden einen Tango hören. Tango ist eine der schönsten Tanzarten, die es gibt natürlich. Das ist von Carlos Gardel. Der war einer der berühmtesten, für mich der beste Tango-Sänger und Komponist. Und das heißt Por una Cabeza. Das heißt, um ein Haaresbreite heißt dieses Lied. Da geht es um Liebe, es geht um Pferderennen und um eine Gefahr, dass man um ein Haaresbreite, wenn man nicht aufpasst, die Liebe verlieren könnte. Oh, 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 oh. Das ist spannend. Wie ist es bei euch? Habt ihr Lust, vielleicht dann nachher ein bisschen Tanz mal zu schwingen dazu? Wir lassen uns inspirieren. Okay, oder ihr? Ihr seid doch wahrscheinlich sehr. Wir schauen mal. Auf jeden Fall freuen wir uns. Ja, hier. Und HP, ich meine, du tanzt doch auf der Bühne ständig. So ein bisschen tanzen. Ja, aber eher Freestyle. Also Klassik beherrscht. Okay, also wir lassen uns mal überraschen. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn Daniel Hope zusammen mit dem Akkordeonisten Aida Gainulin Por
Una Cabeza für uns performt. Olé. Zeit. Ja. Tanzkurs jetzt. Ja. Nächste Mal tanzen wir. Ja. Ja, Anja hat nämlich heute einen Tanzkurs geschenkt bekommen. Ja. Und Bill hat leider Hexenschuss. Ja. So. Oh. Ich hätte alleine getanzt, aber hätten wir doch nicht gemacht. Wir zwei hätten es machen. Kannst du schon tanzen? Aber eigentlich waren alle kurz davor, muss man sagen. Alle ja, ja, das ist so kurz schön. Davor. Aber es war, wir haben, alle wir haben sitzen so ein bisschen so. Ja. Begeistert zugehört. So ganz großartig. Schön. Es gibt noch eine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das viele überhaupt wissen. Du bist ja in Südafrika geboren. Es wurde eben kurz mal angesprochen. Bis als mit einem halben Jahr sind deine Eltern mit dir dann nach England. Es war ja eine Art Flucht. Ja. Warum musste dein Vater raus aus Südafrika damals? Es war ja 1974. Mein Vater ist Schriftsteller und Journalist und er hat sich damals sehr vehement gegen das Apartheid-Regime geäußert. Seine Bücher wurden verboten und wir wurden beschattet. Und die einzige Möglichkeit war, das Land mehr oder weniger schlagartig zu verlassen. Das hieß Exit Permit. Das heißt, du kannst das Land verlassen, aber nie wieder zurückkommen. Du musst deine Pässe abgeben. Und wir haben dann das tatsächlich gemacht und sind dann geflohen. Und irgendwann über Umwege zuerst in Paris, dann in London gelandet. Ohne Geld, ohne Pässe, ohne Staatsbürgerschaft. Und das war natürlich wahnsinnig schwierig für uns. Und meine Mutter hat ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, da mein Vaters Familie aus Irland kommt, wenn man damals einen irischen Großvater hatte, konnte man die irische Staatsbürgerschaft beantragen. Und das hat sie getan und so wurden wir alle Iren. Mit deinem Vater kürzlich eine besondere Reise gemacht. Du hast ja eine Beziehung zu diesem Land Südafrika, trotz allem, obwohl du ja so klein warst, als ihr weg seid. Ja. Warum war dir das wichtig, mit deinem Vater, der ist mittlerweile 80, ja, zusammen dieses Südafrika zu bereisen? Also ich darf jetzt seit 3-4 Jahren jedes Jahr für WDR und für Arte einen Film machen über Musik, verbunden mit Geschichte.
Und wir haben jetzt einen Film über Südafrika gerade fertig gemacht. Und ich wollte unbedingt dieses Land porträtieren, die Geschichte des Landes erzählen, aber die Geschichte von meinem Vater, der sehr spannend ist, und mit ihm zurückgehen nach Südafrika und die Geschichte durch die Musik des Landes erzählen. Also das heißt, wir haben mit Musikerinnen und Musikern gespielt, ich bin in den Townships gewesen, wir haben mit Waisenkindern Musik gemacht und dadurch auch seine Geschichte erzählt und ihm die Chance gegeben, nochmal seine Heimat zu sehen und eigentlich meine Heimat auch. Es ist wir sehen nur einen Ausschnitt, das läuft, wird ja demnächst auf Arte laufen. Ja. Aber wir gucken mal, verschaffen uns mal einen kleinen Eindruck von dieser Doku. Immer wenn ich nach Südafrika komme, spüre ich eine tiefe Verbundenheit mit dem Land. Mein Vater ist hier aufgewachsen. Südafrika ist eine der großen Leidenschaften meines Lebens. Es ist wie eine sehr lange, sehr heiße Liebesaffäre. Du weißt nicht, was du mit dem Objekt deiner Zuneigung tun sollst. Heiraten oder lieber von der Klippe stoßen? Klar, beides wird nicht helfen. Und doch kannst du sie nicht aufgeben. Auch Lust auf mehr. Wie ist das dann so für dich gewesen, mit deinem Vater durch dessen Heimat zu reisen? Seid ihr dann dadurch auch noch näher aneinander gerückt? Ja, sind wir. Und ich habe viel erfahren über ihn und über dieses Land vor allem. Also ich war wirklich ein Baby, als wir weggingen. Und ich habe aber noch viele Verwandte und so. Und ich kenne seine Geschichten auch durch seine Bücher. Aber da wirklich zu sein und die Musik zu hören, und gespielt von diesen tollen Sängerinnen und Sängern, wie sie tanzen vor allem. Also das war ein kleiner Eindruck. Aber Tanz ist so drin in die Mentalität und in der Musik und in dieses wunderbare Land. Und die Menschen teilweise sind so arm und haben so wenig. Und trotzdem wird man immer freundlich begrüßt. Die sind offen, die sind großzügig. Und es ist einfach wieder eine Erinnerung, wie gut es einem geht, wenn man da ist, aber auch, was Musik für sie bedeutet. Und viele von denen kommen jetzt zum Beispiel nach Europa. Es gibt ein Wulamansango, das ist ein Waisenkindergruppe. Und 40 von diesen Kindern kommen nach Europa und touren durch ganz Deutschland, singen und tanzen. Die haben für uns eine kleine Aufführung gemacht. Es ist so schön und so bewegend. Und dass mein Vater das auch miterleben konnte, wo er teilweise sehr, sehr viel für die Rechte der Schwarzen auch gekämpft hat, das war für uns sehr bewegend eigentlich. Ja, das klingt sehr. Du hast gerade die Kinder erwähnt. Wie ist es denn mit deinem Kind? Du hast ja nun auch zwei Söhne. Der Ältere ist ja schon im Alter, wo man schon sagen könnte, erkennen könnte, hat er das Talent? Geht das in diese Richtung, von seinem genialen Vater so ein bisschen? Also er ist wahnsinnig talentiert, aber seine wirkliche Liebe ist für Filme machen. Also er dreht seine eigenen Filme, er schneidet sie zusammen, er gibt Anweisungen an seinen Cousinen, Cousin, er macht Trailers, also alles, was sozusagen heutzutage möglich ist für einen 10-Jährigen. Und das macht er mit einer Lockerheit und einem Talent, muss man sagen. Also ich glaube, er liebt zwar die Musik, aber ich glaube, Film, das wird ihm seinen Weg geben, glaube ich. Dann hören wir bestimmt noch von ihm. Ich glaube schon. Wie schön, dass du